Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit Uncharted 3, auch bei Passion 3 natürlich. Alles originale Hardware und wir machen jetzt das zweite Rätsel. Okay, was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Ich seh's mir an. Okay, wir brauchen eine Figur. Jetzt so macht. Dann weiß ich nicht, hier kann man nichts drehen. Okay, Speer. Ah, hier hinten, okay. Lol, okay. Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Jetzt ist die Frage. Nee. Nein. Wir brauchen zwei Beine, einen Körper und einen Speer. Speer. Da. Ah. Easy. Okay, das war einfach. Ihr habt gezweifelt. Okay, das Rätsel war übelst einfach. Das andere war ein bisschen tricky. Hey, die erste Tür ist offen. Kommt. Okay. Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht. Ja. Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große Warnung vor, meine ich. Glaube ich auch. Er hat nichts, oh, er hat was versteckt, aber nichts Gutes in dem Sinne. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Weil wir kennen ja. Uncharted. Da ist nie was Gutes. Da brat mir noch einer einen Storch. Wow. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn.
Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh. Oh nein. Halt, was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Ah, Mist! Oh nein, nein. Oh Mann. Wir sind noch viel aggressiver. Wir müssen hier rauskommen. Okay, bleib nicht an mir dran. Helena? Komm mit. Okay, da müssen wir hin. Okay. Ah. Richtig! Schieß weiter und folgt mir! Hinter dir, Junge! Los, weiter! Sally, schieß weiter! Kann ich sie von drüben öffnen? Halte sie damit zurück! Ich helfe Helena von hier aus. Versuche es einfach! Wir laufen, Helena! Alles klar dahinten! Sammy, ich brauche eine Kugel! Moment, Junge! Sammy, ich brauche sie jetzt! Hier geht's voran! Dann mach die Tür auf! Fuck, ich hab keine Kugel mehr. Oh Mann. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Ja. Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit.
Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du... Du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Recht. Was? In Deckung! Hinterhalt! Oh, Deckung! Ich kann überhaupt nichts sehen! Ich kann nicht sehen. Sully, alles klar? Nein! Ja.
Schick. Seht ihr noch mehr? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helfe dir hoch. Vorsicht, Junge! Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst. Geht klar. Warum hat man das nicht am Anfang gemacht? Hier ist bestimmt um einer. Ist es leer? Hast du es? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Ihr könnt sie nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Logisch. Wir müssen von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Na los, hier hoch. Hier lang. Ja. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg! Bleib weg! Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon. Lass mich los! Okay. Wir wollen... Er verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Oh, fuck. Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Ruhig bleiben. Nur mir nach. Lassen Sie mich. Strike. Marlow wartet. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Keine Sorge. Sally? Sally ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Ich kann nicht mal die Sprache. Keine Angst. Nur Elena kann aber raus. Mir nach. Ja, wir laufen weg. Nein, ich gehe nicht. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Verdammt. Bitte. Wo ist es? Wo ist was? Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Never ever. Ich weiß nicht. Gut. Du weißt nicht. Oh nein. Oh nein. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben.
Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Iram hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat... Hat er sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er sie vielleicht nur dazu verdammt? Ach, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind sie entbehrlich geworden. Wir haben keine Sachen mit. Keine Sachen. Na los. Sorry. Ah!
Oh nein, nein, nein! Alter. Schurta! Wagif andak, Schurta! Wagif! Wagif, wir sind die Polizei! Ich empfange dir. Verdammt! Überraschung, Arschloch! Oh. Mist! Los. What? Scheiße, wo ist er? Zum Teufel ist er hin. Na los, Talbot, das wird langweilig. Alter, Jessico, und gefahr auf Tocha. Schurta, eine Schurta, eine Schurta. Kennen Sie mich? Ramses. Sie sollten mir danken, mein Freund. Ah, stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein Guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben.
Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und ein Geschäftsmann. Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Iram, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das so viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt amüsieren wir uns ein bisschen. Kapitel 12. Entführt. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich weiß es nicht. Was? Es einfach nicht. Ich rede mit... Der letzte? Ja, was dann ist so. Es kommt noch einer natürlich runter. Scheiße, wo kommst du denn her? Okay, das heißt also, wir müssen hier raus, bam 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 bam, bestimmt da oben rum. Ja, da lang. Aber das machen wir morgen. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und ich bin ja sehr froh. Das kann man auch das Däumchen hochkommen oder lassen. Morgen geht es weiter. Vielleicht finden wir Sully. Ich hoffe wirklich, dass Sully nicht im Boot ist. Aber ich denke schon. Aber das machen wir morgen. Also, bis morgen. Tschüss.